Ich verlange zu erfahren, wie man hier rauskommt. Ich benötige eure Hilfe nicht. Ich finde selbst hier raus. Also gut, was schlagt ihr vor? Die Präsenz wird jetzt wesentlich entschlossener. Ihr spürt, wie sie voller Hoffnung die Gelegenheit ergreift. Ihr seid getäuscht worden, spürt ihr. Ihr wisst das jetzt. Getäuscht durch die unwürdigen falschen Helmanhänger. Eingekerkert wird die Präsenz. Sie wünscht sich frei zu sein und sie will sich rächen. Weitere Bilder fluten eurem Verstand. Die Bilder zeigen euch, dass der Eingekerkerte langsam seine Kräfte gesammelt hat, um sich zu befreien. Ein Vorgang, der ein Zeitalter dauern würde, aber die Präsenz hat jetzt genug Macht, um ein kleines Loch in den Siegeln zu öffnen. Ein Loch, das nicht groß genug für die Präsenz ist, aber groß genug für euch. Erfreute Bilder tanzen durch euren Verstand und weisen euch an, zu den Rittern vom Orden des Wachsamen zu gehen und ihren Anführer zu berichten, dass der Eingekerkerte zerstört wurde. Dann könnte die Präsenz ihre Rache haben. Mit dem Tod des Anführers würde sie frei sein. Sie wird euch reich belohnen. Tatsächlich, so künden euch mehrere Bilder an, die kurz in eurem Verstand aufflackern würden. Die Präsenz euch zeigt, wie ihr die Macht Baals, die in euch schlummert, entfesseln könnt. Okay, dann will ich euch helfen, weil anders werden wir wohl hier nicht rauskommen. Die Präsenz ist erfreut und hofft, dass ihr eure Wort halten werdet. Ein Bild formt sich in Gedanken, das euch anweist, die Festung durch die Tür auf dieser Ebene zu verlassen. Der Eingekerkerte würde dafür sorgen, dass euch das Siegel durchlässt. Ja. Ich musste feststellen, dass das Ritual, um das Gefängnis des Eingekerkerten erneut zu stärken, auch dafür gesorgt hat, mich hier einzusperren. Es ist äußerst zweifelhaft, dass der Ritterorden des Wachsamen nicht darüber Bescheid gewusst hat. Ich habe zugestimmt, den Eingekerkerten zu helfen. Dieser möchte sich ebenfalls rächen und wird ein kleines Loch im Siegel für mich öffnen, sodass ich entkommen kann. Um ihn zu befreien, muss ich nur zur Odrin gehen und ihm mitteilen, dass der Eingekerkerte tot sei. Odrin wird die Angelegenheit selbst untersuchen wollen und der Eingekerkerte wird ihn töten. Ja, wir haben auf jeden Fall wieder den Ausgang. War gut, dass wir nochmal geladen haben, so haben wir die Erfahrungspunkte mitgenommen. Und rauskommen wir trotzdem. Die Macher waren nicht so gemein, hier einen Gamebreaker einzubauen. So, das heißt, wir machen hier nochmal einen Quick Save. Ihr seid zurück. Wir haben gespürt, dass jemand in die untere Kammer eingedrungen ist. Was ist passiert? Habt ihr das Ritual nicht durchgeführt? Ich habe das Ritual gewirkt, aber ich glaube nicht, dass es nötig war. Euer Eingekerkerter ist tot. Oh ja, ich habe das Ritual gewirkt. Ihr könnt euch vorstellen, dass ich ziemlich überrascht darüber war, dass ich zusammen mit dem Eingekerkerten eingesperrt wurde. Wenn ihr hier seid, dann bedeutet das, dass der Eingangskerker zerstört wurde. Nein, Helm sei uns gnädig. Wenn man ihn zerstört, befreit man ihn. Man schickt ihn in den Abyss zurück. Talisa sagt mir, dass dies nicht wahr ist. Der Abyss, wie viel habt ihr mir eigentlich über diesen Eingekerkerten verschwiegen? Oh, das ist schon wahr. Geht doch hinein und seht selbst nach, wenn ihr mir nicht glaubt. Nein, er lebt noch. Er hat sich dazu bereit erklärt, ein kleines Storm-Siegel zu öffnen, so konnte ich entkommen. Ich stimme dafür, euch zu versichern, dass er tot wäre, aber das tue ich natürlich nicht. Nehmen wir die 1, der Abyss. Es ist wahr, Talisa. Ich habe euch getäuscht, weil ich dachte, dass es notwendig wäre. Aber wenn ihr den Eingekerkerten zerstört habt, dann war es umsonst. Er ist frei und Helms Zorn wird keine Grenzen kennen. Kommt, meine Rüder. Jetzt, da der Baalbrot den Weg frei gemacht hat, müssen wir in die untere Kammer aufbrechen. Wir müssen mit eigenen Augen sehen, ob der Eingekerkerte tatsächlich tot ist oder nicht. Ihr wusstet nicht, was ihr getan habt, Talisa. Ja, ja, Dummheit. Man kann uns unsere Dummheit vergeben. Gehen wir es an. Ah, ein Kind Baals. Die Zeit für euch ist also bereits gekommen. Es ist traurig, dass meine eigenen Brüder, die in dieser Zeit leben, so weit vom Wege Helms abgekommen sind. Ja. Als uns Helm vor so langer Zeit aufsuchte, kamen wir gerne unserer Pflicht nach. Ich und viele meiner Brüder gaben bereitwillig ihr Leben, um diesen Ort zu verteidigen. Diese Aufgabe ist jetzt beinahe vollendet. Bruder Odrin hat in seinem Umgang mit euch seine Feigheit
und seine Ehrlosigkeit bereits bewiesen. In den Augen Helms ist sein Schicksal schon besiegelt. Seid ihr dazu bereit, den wahren Ritterorden der Wachsamen zu unterstützen? Welche Hilfe benötigt ihr? War nicht ehrlich zu euch. Ihr wisst das. Das Ritual repariert die alten Siegel. Auf diesem Weg wird nicht nur der Eingekerkerte erneut eingeschlossen, sondern auch derjenige, der das Ritual vorliest. Mhm. Bodren wollte, dass ihr euer Leben opfert, statt selbst das Opfer zu erbringen, zu dem er verpflichtet gewesen wäre. Er hat euch auch nicht gesagt, wie groß das Böse ist, das ihr eingekerkert ist. Der Eingekerkerte ist der Dämonenprinz Demogorgon. Mhm. Ja, oder sein Anhänger. Kann im Kampf gegen den Dämon, der sich unter uns befindet, nicht gewinnen. Das Ritual müsste von Odren beendet werden. Stirbt er, kann Demogorgon die wachende Festung verlassen. Versucht euch auszumalen, was eine derartige Kreatur anrichten könnte. Was schlagt ihr also vor? Ihr habt drei Möglichkeiten, ja, ja. Warum verwendet ihr die Schriftrolle nicht selbst? Dann gib mir die Schriftrolle. Ja, ich habe den Gegenstand gewonnen. Wir haben Stufenaufstiege, sehr viele. Ich mache hier einen Quicksave. Die Ritualschriftrolle, die ihr von dem Geist erhalten habt, der einst ein Ritter beim Ritterorden der Wachsam war, erinnert an die Schriftrolle, die ihr von Odin erhalten habt. Allerdings hat diese Schriftrolle wesentlich größere Macht. Also wenn ich die jetzt benutze, ja. Fragt nur, was immer ihr wünscht. Kann ich nicht mehr hier rein? Ich hoffe, das ist kein Omen für das, was auf uns zukommt. Okay, ich kann noch hier rein. Wir müssen darauf. Hat mir aber auf jeden Fall viele Erfahrungspunkte gebracht, oder? Ja, wir haben Stufenaufstiege bei allen außer Yahira. Natürlich. Ich speichere aber auch nicht und mache sie erstmal nicht, weil ich will wissen. Oh, die untere Tür ist zu. Ich kann also in jede Ebene zurückkehren, in die ich möchte, außer in die unterste. Das ist interessant. Wenn es das ist, was ihr wollt. Auf der einen Seite ist das schon mal interessant. Auf der anderen Seite würde ich gerne diesen Demogorgon mal persönlich kennenlernen. Und mal gucken, was das so für ein Gegner ist. Okay. Ich mache hier mal einen Save. Das ist jetzt LP016A. Ich bin immer noch auf dem niedrigsten Schwierigkeitsgrad gewesen, egal. Ich habe ja nicht kämpfen müssen, seitdem wir wieder angefangen haben. Wow, ein Fähigkeitspunkt, zwei Trefferpunkte und das war's wahrscheinlich, ja. Also mehr Punkte in Streitkolben. So. Stufenaufstieg, ETW, Magierzauber 6 und 9. Ein Trefferpunkt, Sagenkunde und... Ja, gib mir mal ruhig einen Kometen. Stufe 6. Ruhig noch eine Kugel der Unverwundung. Nee. Gib mir ruhig noch einen Todeszauber, diesen mächtiger, toller. Ja, Meteorschwarm, ein Komet ist allerdings mächtiger. Und dann ein Stufenaufstieg für sie. Sie kriegt einen Punkt. Oh.
Ach, sie hat ein Priester-Level-Up. Okay. Dank der Magier-Einschränkung kann... man ihr allerdings nur einen Punkt reingeben. Klingenkugel von mir aus. Das heißt, Priesterzauber hat sie hier einen. Mittlere Heilung ist nicht schlecht. Noch eine chaotische Befehle sind nicht schlecht. Noch mehr göttlicher Zorn oder wie das heißt? Nein, Strahl des Ruhms. Okay. Und hier sind wir immer noch nicht auf Stufe 9 angekommen. Ah, das kann, glaube ich, noch ein, zwei Level dauern, wenn wir es überhaupt erreichen sollten. So. Schwierigkeitsgrad haben wir hochgestellt. Quicksave haben wir gemacht. Keine große Herausforderung. Was haben wir denn jetzt? Ordon hat die wachende Festung, bla bla bla. Es ist halt auch echt die Frage, was passiert, wenn ich die wachende Festung verlasse und wieder zurückkehre. Das probieren wir einfach mal aus. Wir haben hier einen Quick Save und einen normalen Save. Oh, jetzt ist ihre Steinhaut auch abgeklungen. Hä? Nun gut. Okay. Was immer ihr wünscht. So, ist der Eingekerkerte jetzt also noch da? Werfen wir mal einen Blick rein. Wenn ihr es wollt. Okay, die sind sehr langsam gestorben. Demogorgon ist frei. Der Tod wird mein Zepter sein. Der Schmerz meine Krone. Der Dämonenprinz ist frei und wird alles in Blut und süßer Zerstörung ertränken. Okay, er klingt jetzt nicht mehr so freundlich. Bäder brennen sich wie weißglühendes Eisen im Verstand ein. Die Wahrheit ist nicht mehr länger vor euch verborgen. Das Ausmaß des Bösen und der Verderber, welche die Präsenz bisher verhüllt hat, ist atemberaubend. Eine Gedankenkette überlagert langsam alles, alle anderen. Wow. Das Gute ist heute auf uns. Marilifs, okay. Mhm. Okay, leicht verletzt. Ich warte. Nächstes Mal. Keine Stunde wird noch kommen. Gib mir ein. Okay, er ist nicht schwach. Keine große Herausforderung. Ihr zeigt mir wohin und ich schlage zu. Das ist eine +6-Waffe. Die müsste eigentlich gute Wirkung auf alles haben. Keldorn, du müsstest auch eine +6-Waffe schwingen. Ich schwinge natürlich eine +5. Ja, Hira hat nur eine 4er. Das wäre eine 3er, okay.
40 Pfeile mal in den Rucksack. So. Ich warte. Nun gut.